Hi, willkommen zurück in Finnland. Gestern hatten wir unser Spiel gegen Tschechien und nach so einem anstrengenden Spiel und kleinen Training heute früh will ich mir noch ein bisschen meine Waden lockern lassen. Und da geht es jetzt zu Physio Micha. Kommt mal mit. Okay, wir sind jetzt hier bei Micha und Tom. Micha ist gerade bei Philipp am Werkeln und wie man sieht, hat Philipp richtig viel Spaß. Und deswegen gehe ich jetzt zu Tom. Hi Tom. Hi Paul. Ich würde gerne ein bisschen die Waden lockern lassen. Geht das? Ja. Kannst das Mikro einmal dahin legen, dann legst du dich hier auf den Bauch. Machst du bequem. Ist eine Seite schlimmer als die andere? Ach, ein bisschen rechts eher. Ein bisschen rechts eher, sagst du. Ja, wir haben voraussichtlich hier 7 Spiele in 10 Tagen. Und da wollen wir hier den ersten Ruhetag direkt möglichst gut nutzen, dass wir hinten raus hier möglichst verletzungsfrei auch rausgehen. Dass die Jungs keinen zu hohen Tonus, keine zu hohe Spannung in der Muskulatur entwickeln. Und dass sie sich bis zum Ende wohlfühlen und dann dementsprechend auch ihre Leistung bringen können. Ja, je höher die Spannung in der Muskulatur ist, wenn wir dann hohe Belastungsspitzen in den Spielen haben, steigt eben das Verletzungsrisiko. Und das wollen wir möglichst vermeiden. Deswegen gilt es dann zwischen den Spielen die Spannung immer auf ein gesundes Maß wieder rauszunehmen aus der Muskulatur, dass wir dann wieder ready sind fürs nächste Spiel.